Ah, kann ich doch heilen? Ne, warte mal, das ist aber eine doofe Idee. Stopp, 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 das geht gar nicht. Arkan. Schaden. Auf jeden Fall Schaden. So, weiter geht's. Warte mal, hier ist hier was in der Ecke hier. Ah, hier ist wieder so eine Konsole. Okay, wir sind schon ein Stückchen weiter ins Schiff eingedrungen. Große Fläche, unübersichtlich. Ich sehe gerade keine Gegner. Na, warte was? So gefällt mir das. Noch mehr. Noch einer. Da hinten. War es das? Es sieht so aus. Wärt ihr nur ein bisschen später gekommen, wären das jetzt unsere verkohlten Leichen. So viel ist sicher. Leider sind wir noch nicht fertig, bis die Daten von diesem Wrack in den Händen von Commander Viki sind. Gebt mir, was ihr habt. Ich reiche es an Commander Viki weiter. Wir haben alle wichtigen Informationen gefunden. Wenn ihr das an den Außenposten weitergebt, halte ich die Plünderer fern, bis Verstärkung eintrifft. Ja, sicherlich, ne? Aber zu beschützen wir auch mal die Leute, so sind wir ja gar nicht. Warte mal, sprich mit Commander Viku. Ich glaube, der ist aber ganz woanders. Wir gehen jetzt mal raus hier aus dem Schiff. Und, warte mal, ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Ja. Der war vorher aber nicht da gewesen. Müssen wir hier lang? Nö. der war doch vorher nicht da gewesen. Wir müssen da raus, ne? Ja, komm. Der Kampf beginnt. Ist hier seltsam. Wie ist denn der da hingekommen? Egal. So, warte mal. Wir müssen jetzt, glaube ich, woanders hin, oder? Ne, wir müssen da doch wieder hin. Ja, dann hätte ich auch dahin beamen können. Scotty Energie. So, wo ist er denn? Da muss er gleich doch hier vorne irgendwo... Nee, sprich mit Commander Vic. Das ist falsch. Wo haben wir den Commander? In die Richtung. Ich vermute mal, der ist genau über mir. Müsste den Weg hoch. Gibt's ja gar nicht, Mensch. So, ey, wo ist er denn? Da ist der Commander.
Wenn ihr irgendwelche Fragen über die Militäroperationen auf... Verzeiht mir, Jedi. Ich habe jemanden von eurem Orden erwartet. Habt ihr nicht mein Team bei der Ender Spire gerettet? Ja, sicher das. Ihr seid diejenige, bei der ich mich melden soll, nicht wahr? Ja. Ich weiß eure Dienste für mich und die Republik zu schätzen. Die Daten von der Ender Spire sind für die Kriegsbemühungen der Republik von unschätzbarem Wert. Lieutenant Carlso erzählte mir von Nahaufnahmen der imperialen Kriegsschiffe. Die Macht korrigiert ihr eigenes Ungleichgewicht. Ganz gleich, ob sie es tut oder nicht. Ich werde ihr dabei auf die Sprünge helfen. Vielen Dank für eure Dienste. Der republikanische Geheimdienst wartet schon seit dem Ende der Bombardierung auf diese Daten. Okay. Ich habe ja gerade eben Alderaan abgeschlossen. Das ging, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ich jetzt mit Taras auch durch bin. Warte mal, was ist denn das da unten hier? Das kann nicht sein, oder? Ist Taras auch so schnell fertig? Ich rede mal mit dem Doktor, mal sehen, das ist ja auch irgendwie eine besondere Geschichte. Mal schauen, was die hier will. Wie die Daten erkennen lassen, verbreitet sich keine andere Krankheit im bekannten Raum so schnell wie die tarisianische Rakgul-Seuche. Ein einziger Rakgul kann, wie wir es in 81 Kolonien beobachtet haben, eine Pandemie auslösen. Solange es keinen frei zugänglichen Impfstoff gibt, wird kein ziviles Kolonisierungsvorhaben lange Bestand haben. Danke sehr. Ich wusste gar nicht, dass die Rakgule sich so stark ausgebreitet haben. Rakgule bestimmen die Geschichte von Taris seit 3 Jahrhunderten. Laut dem Holonetz-Archiv hat ein gewisser Dr. Fawn nur Stunden vor dem Bombardement ein Rakgul-Serum entwickelt. Ich habe versucht, dieses Serum zu erlangen, aber das wird nicht passieren, ohne jemandem einen Blaster an die Schläfe zu drücken. Gibt es dafür auch eine schlüssige Argumentation? Nicht weit von hier lagern Piraten. Sie haben die Ruine des Sepanik-Krankenhauses geplündert. Das Sepanik-Krankenhaus war gut erhalten. Wenn es ein Rakgul-Serum gab, dann dort. Ich habe Commander Wiki gebeten, einzugreifen. Aber da es kein Krankenhaus der Republik war, waren die Piraten im Recht. Ich werde mal erfragen, was Sie für das Serum haben wollen. Das ist sehr mutig von euch. Die Todeskralle-Piraten rauben alles aus, was sprechen kann, und erschießen alles andere. Ich weiß nicht, was genau erforderlich sein wird, aber die Seuche hat den halben Planeten infiziert. Sollte dieses Serum irgendwie auf meinem Labortisch landen, wäre es unethisch, es einfach wegzuwerfen. Ich hoffe, wir verstehen uns. So, dann sag ich mal so, dann werden wir auf jeden Fall dieses hier auch noch hier auf Taris erledigen. Die Rakgul-Seuche, ja, die ist ja wirklich sehr schlimm. Da gibt es auch extra ein Event für die Rakgul-Seuche. Die ist, glaube ich, gerade erst wieder vorbei. Und ich habe da echt noch nicht viel getan, muss ich ja zugeben. Ich habe mir vorgenommen, beim nächsten Mal, wenn es die Rakgul-Seuche wieder gibt als Event, werde ich da echt mal was tun, um da voranzukommen. Ne. Abschließen werde ich es wohl nicht können, weil ich habe da echt nicht viel getan, aber zumindest, warte mal, wo muss ich überhaupt hin? Ach, du ahnst es nicht. Also am besten hier den Weg folgen, weil sonst steht man immer nur vor Wänden und hast du nicht gesehen. Also jetzt fahren wir eigentlich durchs alte Krankenhaus durch. Okay, die können uns nichts. Da fahren wir mal durch.
Da ist gleich eine Barrikade. Da kommen wir, glaube ich, noch hin. Die kommen noch so vorbei. Und hier hat jemand aus dem Weg geräumt. Sehr schön, hier steht keiner. Sehr fein. Kann man also durchfahren. So. Jetzt müssen wir aber gleich da sein. Ja, das ist das, was ich meine mit Wände. Also irgendwie ist der Eingang hier, aber das ist hinter dieser Wand hier. Wie kommen wir denn da jetzt hin, Mensch? Von da? Ich glaube nicht. Vielleicht doch eher von hier. Oh, 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 Tresor? Nee. Oh, ich liebe es, echt. Fahren wir einfach mal drum herum. Vielleicht finden wir ja irgendwie hier ein Loch in der Wand. Guck mal, das sieht doch gut aus. So, Leute. Suche das Rekul-Serum. Kann sein, dass dir dazugehört oder so. Gucken wir mal, ob es so ist oder nicht ist. Brauchst du nicht tarnen, Kollege. Und gehört er dazu? Nö, dann lass mich stehen. So, ich vermute mal in die Richtung. Oh. Erfolg abgeschlossen, Taris Vollstrecker. Alles klar. So. Aber mal drum vorbei eiern. Hier sind auch überall getarnte Truppen hier, sag ich mal so. Können wir mal hier kurz ein bisschen schummeln. Da geht's nicht weiter. Okay. Warte mal, aber das geht doch hier, oder nicht? So. Ich sehe schon kommen. Ich laufe wahrscheinlich komplett falsch jetzt. Ein weiterer Feind fällt. Aber schauen wir mal. Vielleicht sind wir ja doch irgendwie richtig hier. Den Bonus gibt es nicht dafür, dass wir die jetzt erledigen. Aha, getarnt. Haha! Von wegen, da falle ich nicht drauf rein. So, den dann noch eben. Aber so langsam müssen wir mal da sein, oder nicht? Hier sind die Piraten auf jeden Fall. Suche das Rakul-Serum. Da ist es. Ihr habt euch die falsche Krankenstation zum Ausrauben ausgesucht, Hohlkopf. Durch die Tür kommen gleich 200 Todeskralle-Piraten. Oh. Das macht mir nichts aus. Wartet, als ich das mit dem Ausrauben sagte, da meinte ich, dass wir nicht viel Geld haben. Das ist wahr. Die meisten unserer Leute sind von der Rakul-Seuche befallen. Wenn ich ihnen nicht ihr Serum gebe, sind wir nur noch von Schuppenpanzern und Krallen umgeben. Ich hatte gehört, dass ihr etwas gefunden habt. Ich brauche es. Ja, wir haben es benutzt, um... Was? Nein, das könnt ihr nicht machen. Diese Leute sind infiziert. Wenn ihr mir das Serum wegnehmt, werden sich diese Leute verwandeln. Wisst ihr, was das heißt? Ich werde sie alle erschießen müssen, sonst fressen sie meine Leber. Ihr seid doch Arzt. Synthetisiert eben Neues. Womit denn?
Mit einem akademischen Grad von Trandosha? Mit hochmoderner Technik? Ich habe nur, was wir finden, und wir finden nicht viel. Der einzige Ort, wo noch etwas sein könnte, sind die Ruinen vom Dynamit-Grund. Das war so eine Art Rakgul-Stadt. Wenn ihr das Serum wollt, holt es euch dort. Aber lasst uns in Ruhe. Komm, ich will die Geschichte noch ein bisschen weiterführen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt sofort sage, komm, gib mir das Serum, dann ist die Geschichte vorbei. Also machen wir eine Ausnahme und sage, komm, ich sehe da mal nach und dann können wir noch ein bisschen weiterlaufen. Wenn das eine Zeitverschwendung war, werde ich unangenehm. Es ist dort. Ich schwöre es bei meiner ärztlichen Zulassung. Bei der echten. Sonst wäre die Geschichte jetzt vorbei und wir wieder fertig. Also, können wir ein bisschen Zeit schütten. komm. Warte mal, wir müssen mit Sicherheit hier ganz wieder raus, ja. Rausschleichen ist... Oh nee, warte mal, müssen wir nicht. Das wäre bestimmt der Ausgang gewesen. Nee, auch nicht. Bitte. Doch, wir müssen hier wieder raus. Wir müssen wieder raus und müssen dahin. Ich könnte jetzt... komm, wir gehen hier wieder raus hier. Das kann ja nicht so... Ich habe schon ein paar Gegner hier erledigt hier und ich vermute mal, das geht eigentlich recht schnell. Wir können ja auch schleichen. Schmütchen Schleicher spielen hier, zack. Guck, da sieht uns doch keine Sau hier. Hier war es jetzt ein bisschen anders gewesen. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie so zwischen... Wer hat uns gesehen? Echt jetzt? Das kann nur ein Getarnter gewesen sein. Dann war das ein Getarnter gewesen. Das ist natürlich blöd. Bitte, wir laufen hier lang. Hat seinen Grund. Mal ran hier, genau. Sonst keiner? Okay. Dumm, wie dumm. Die Respawn, kann das sein? Kann eigentlich nicht sein. Kann sein, kann nicht sein. Kann sein, die spawnen die Jungs. Okay. So, und schon sind wir wieder draußen.